Hallo und willkommen zu diesem kleinen Video, das euch einen Einblick in die Guild Wars 2 Beta verschaffen soll. Ja, ganz spontan mache ich das nicht. Ich habe schon ein bisschen geplant gehabt, aber naja, ist doch spontan also. Ich habe auch lange Zeit damit überlegt, ob ich dieses Video machen werde, weil Guild Wars 2 auf meinem PC erstaunlicherweise nicht flüssig läuft. Das kann ich so viel sagen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Es scheint wohl bei manchen PC-Konfigurationen so zu sein, dass Guild Wars einfach, egal auf welcher Detailstufe, nicht flüssig läuft. Mein PC gehört anscheinend dazu und es ist extrem schade. Ich hoffe, die kriegen das bis zum Release gefixt und sowas, dass es eben noch flüssig läuft. Aber das werden wir gleich im Spiel sehen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit meiner Kriegerin. Also eine Menschenkriegerin. Es gibt fünf verschiedene Völker, das weiß man ja bereits. Die Menschen, die Char, die Norn, die Silvari und die Asura, wovon man Silvari und Asura in der Beta hier noch nicht spielen kann. Ja, ich würde sagen, starte einfach mal. Ich hänge gerade mit meinem Krieger in den Ebenen von Ashford rum. Das ist das Char-Startgebiet. Ich hätte Lust, auf den Moment zu laufen und mich da ein bisschen umzuschauen. Oh, da geht's schon los. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Und ich hoffe, es wird auch nicht zu sehr laggen. Also ruckeln, whatever. Man wird es auf jeden Fall sehen. Ja, das ist das Char-Gebiet, genau, das ist der Überlauf. Das heißt einfach, dass der wirkliche Server gerade voll ist und ich demnach warten muss, bis ich rein kann. Gut, auf jeden Fall sind wir hier im Überlauf. Das ist aber scheißegal. Oh, da kommt ein Char angehoppelt. Hui, guck mal, da ist ein Char. Miau. Was ist das, ein Wächter, oder? Ja, ein Char-Wächter. So, ich bin Krieger. Hauptsächlich mit meinem Gewehr, wie man hier sieht. Ich habe auch noch ein zweites Waffenset, das sind zwei Schwerter aktuell. Gelegentlich habe ich auch ein Horn drin, also das zweite Schwert habe ich noch nicht so lange drin. Das sieht man hier unten, dass die Skills noch nicht komplett freigeschaltet wurden. Die Skills muss man hier durch Kämpfe freischalten, wenn man sie verwenden möchte. Ursprünglich hatte ich ein Horn drin, wie gesagt, also in der zweiten Hand. Das hat natürlich andere Fähigkeiten als das jetzt hier. Und ja, aus dem Grund möchte ich gerade mal ein bisschen das Schwert skillen. In der zweiten Hand. Ja, man kann Bäumchen fällen, wie man sieht. So, okay, ein bisschen Holz, dass ich für meine Handwerke verwenden kann. Ich habe als Beruf, lass mich kurz gucken. Wo sehe ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, ich kann sogar einen anderen Heilskill holen. Ist ja auch schön. Wo sieht man das denn, was ich habe? Handwerk. Ich habe als Berufe Weidfrau und Waffenschmieden. Waffenschmieden ist, wie man sich wohl denken kann, Waffenschmieden. Ist ja logisch, ne? Und Weidfrau, die kann halt eben so hauptsächlich Fernkampfwaffen herstellen. Hier zum Beispiel Bögen oder Gewehre, Pistolen, aber auch eben Kriegshörner. Für die zweite Hand oder Fackeln, was Magier in ihre zweite Hand nehmen können. Ja, Harpunensteuern können sie auch herstellen. Das ist für Unterwasserkämpfe wichtig. Ich weiß nicht, ob wir mal einen machen werden. Wenn ich Wasser finde vielleicht. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier ein Askalon. Oh, da hinten ist Wasser. Mal schauen, wir können mal dahin durchlaufen. Aber erstmal möchte ich euch ein Event zeigen, was wir hier in der Gegend gerade haben. Das sieht man hier unten an diesen Herzchen. Oder hier. Da müssen wir da Streifenklau dabei helfen, den Schrottplatz zu organisieren. Wie wir auch immer da hochkommen. Das muss ich erstmal gucken. Oh, eine Hyäne, die können wir mal besiegen. Also man sieht schon, es läuft nicht ganz plötzlich. Wenn ich der Frames-Anzeige glauben darf, sind es gerade 18 FPS. Was natürlich nicht so viel ist. Muss man wohl zugeben, aber ich kann nicht mehr machen. Das sind mittlere Details, auf minimalen Details läuft es auch nicht besser. Aus dem Grunde muss es einfach so klappen. So, wie wir dieses Event machen können. Wir müssen Ratten ausrotten, wir müssen Ausrüstung und Abfall aufräumen, wir müssen die faulen Arbeiter tadeln und wir müssen die Flammenlegion vom Schrottplatz fernhalten. Um dieses Event hier zu bestehen, das heißt einfach, wir können einfach so machen, hier eine Rattenfalle aufstellen oder einen Schrotthaufen beseitigen. Wir können fast einen Waffen teilen, was kann man damit machen? Keine Ahnung, damit können wir irgendwas machen, garantiert. Was haben wir hier noch? Eine Rattenfalle können wir aufstellen. Wir können auch den Schrotthaufen ja beseitigen. Wir können diese Ratte erschießen. Okay, das war vielleicht ein bisschen brutal, so aus der nächsten Nähe mit dem Gewehr drauf zu schießen. Das war eigentlich ungewollt, ich wollte eigentlich das hier. Oh, ein Rostschleim, was bist du denn? Das ist eine Besonderheit an Guild Wars 2 vor allem auch, dass man einfach unabhängig von Gruppen mit anderen Spielern auf einen Gegner draufkloppen kann.
Es gibt hier keinen Kill-Stil oder sowas, wie man das aus anderen MMOs kennt. Jeder kann einfach draufkloppen und jeder kriegt dafür auch eine Belohnung. Um es mal so zu sagen. Also man geht auf jeden Fall nicht mit leeren Händen aus. Es macht die ganze Sache sogar einfacher, wenn man halt eben mit mehreren Spielern auf einem Gegner drauf rumkloppt. So, ich muss auch kurz gucken, was wir noch machen können. Ich will das Event noch schaffen. Wir können die Ratte hier erledigen. So. Die Rattenfalle aufstellen und dafür auch den Schleim ummieten. So, kurz einen Skill einsetzen auf F1. Ja, und Event geschafft. Dafür gibt es ein Herzchen voll. Und ja, das ist quasi so ein Achievement-System. Es gibt hier auf der gesamten Karte in Ashford jetzt zum Beispiel 16 Herzchen, die wir erledigen können. Es gibt 18 Wegmarken. Da können wir uns hin teleportieren. Wir haben 26 Wissenwertes-Sachen. Das sind so für unterschiedliche, sagen wir mal, sehenswerte Sachen. Zum Beispiel hier haben wir die Graustahl-Waffenkammer oder was haben wir hier noch? Zum Beispiel in der Stadt hier das Ashford-Tor, das zur schwarzen Zitadelle führt. Das ist die Hauptstadt der Schar. Und wir haben Fertigkeitsherausforderungen. Da können wir Fertigkeitspunkte verdienen, wenn wir diese Herausforderungen bestehen. Die kann man hier unter den Fertigkeiten ausgeben, wie man sieht. Ich habe 6 unverbrauchte Fertigkeitspunkte zum Beispiel. Die könnt ihr eben ausgeben, um irgendwas zu skillen. Zum Beispiel könnte ich jetzt 4 Punkte für Angriff des Bullen ausgeben, wenn ich möchte. Oder hier 6 Fertigkeitspunkte für Gebet an Cormier. Damit können wir 3 Zustände entfernen. Und all sowas halt. Gibt es verschiedene Elite-Fähigkeiten, können wir zum Stufe 30 erwerben. Ich glaube, das werden wir in der Demo ja nicht schaffen. Ja, sonst kann ich natürlich noch die ganz offensichtlichen Sachen sagen, was bei Guild Wars 2 so ist. Und zwar die ersten 5 Skills hier, die werden von den Waffen bestimmt, die man trägt. Also mit den 2 Schwertern habe ich eben unterschiedliche Skills. Das ist einmal hier Arterienabtrennung, Schnittwunde und Endstoß, das in einer Kette hintereinander ausgeführt wird. Als zweiten Skill kriegen wir Wilder Satz. Das hat man ja schon gesehen, dass ich da an den Gegner ranspringe und ihm Schaden mache. Der dritte Skill ist Lähmung. Der macht ein bisschen Schaden und verkrüppelt den Gegner, sodass er langsamer unterwegs ist. Skill 4 beim zweiten Schwert ist jetzt Aufspießen. Den kenne ich natürlich nicht. Riposte kenne ich auch nicht. Sonst können wir mal gucken, wenn ich jetzt in die zweite Hand... Moment, das machen wir anders. Ein Kriegshorn einsetze. So. Dann ändern sich meine Skills auch wieder. Dann kriegen wir auf Platz 4 nämlich einen Sturmangriff. Wie man sieht, der hat viele Effekte. Der macht uns schneller. Er entfernt Verkrüppelung, entfernt Bewegungsunfähigkeit und entfernt Gefroren. Das heißt, sämtliche Debuffs, was Geschwindigkeit angeht, werden entfernt. Ich nutze das Horn auch gerne, um ein bisschen rumzulaufen, weil man einfach schnell unterwegs ist, wie man sieht. Ist ganz schön. Und den 5. Skill ist Ruf zu den Waffen. Den kenne ich natürlich noch nicht. Vielleicht werde ich dann erstmal noch das Horn fertig skillen, weil ich das Horn ganz gerne mag. Sag ich mal so. Und wenn wir aufs Gewehr gehen... Achso, stimmt, wir haben noch den F1-Skill. Moment. Das ist der Schauer. Das ist abhängig, die Stärke vom Schauer ist abhängig von unserem Adrenalin, was wir haben. Das sind hier diese Balken. Ja, der macht Schaden und macht den Gegner bewegungsunfähig für eine bestimmte Zeit. Genau. Und das Gewehr. Da haben wir unter anderem erstmal den Blutungsschuss. Macht wohl, was da steht. Er lässt den Gegner bluten. Das stackt auch. Das ist ganz schön. Wir haben den gezielten Schuss, der verkrüppelt den Gegner. Wir haben die Salve. Das ist eine hohe Anzahl an Schüssen in kurzer Zeit. Wir haben den brutalen Schuss, der verringert die Rüstung des Gegners. Den mache ich eigentlich immer zuerst auf den Gegner, wenn ich einfach mal brutalen Schuss... das war nicht der brutale Schuss. Das war die Salve. Egal. Dann mache ich das irgendwie kurz fertig. Ich kann mal Schwert skillen, wechseln. Und kaputt schlagen. Und wir haben als 5. Skill noch, wenn ich kurz Waffen wechseln dürfte, danke sehr, den Kolbenhieb, damit kann man einen Gegner schlagen, wenn er in Nahkampfreichweite ist und ihn damit ein wenig in Entfernung bringen. Auch gut, weil ich jetzt was entdeckt habe im Gebiet, habe ich jetzt ein Level abgemacht, ist auch schön. Was kann man noch zeigen? Genau, hier haben wir noch die Gewehrsalve, auch abhängig von unserem Adrenalin. Je mehr Adrenalin wir haben, desto mehr Schaden macht dieser Skill. Post, das ist auch wichtig, wenn man nämlich diese Herzaufträge erfüllt hat. Da kann man noch ein bisschen Geld bekommen über die Post. Kann man einfach mal annehmen. Muss man nicht lesen jetzt. Habe ich gerade nicht so viel Lust zu. Ich möchte es ja nur zeigen im Groben. Gucken, können wir hier tauchen? Ich würde gerne Unterwasserkämpfe machen. Oh, besiegt den Flammenlegion-Schaman. Oh, das ist was Böses. Oh, da geht's ab da hinten. Muss man mal gucken. Der ist schon ziemlich angeschlagen. Ach du Heiliger, was geht denn hier ab? Da ist er. Wow, jetzt gibt er jetzt ein. Ich schieße einfach mit.
Wird schon passen irgendwie, hoffe ich mal. So, ich muss mal kurz heilen, sonst kriege ich ja Probleme. Und ein bisschen Schaden erhöhen. Meine Fresse hält ja viel aus, der Schamane. Also so ist das hier halt in dem Spiel. Wow, der macht aber ganz viel, ganz böse Schaden. Au, ich bin tot. Das ist nicht so gut gerade. Ich kann mal gucken, ob ich wieder ans Leben komme, wenn ich mich hier aufheile. Der greift mich hier gerade nicht an. Das heißt, wenn der Balken hier wieder voll ist, dann lebe ich wieder. Und wenn der Balken leer ist, bin ich wirklich tot. Okay, ich lebe wieder. Sehr schön. Hat wohl jemand geholfen. So, kurz aufheilen, dann weiter draufskinnen. Also der hält sehr viel aus gerade, weil sehr viele Spieler hier beteiligt sind. Die Sachen, wir eskalieren nämlich mit der Anzahl der Spieler, die mitmachen. Und ja, da hier gerade sehr viele dabei sind, ich retze mal kurz einen hier. Den Linor. Der freut sich garantiert dafür. Oder auch nicht, keine Ahnung. Weil sehr viele Spieler dabei sind, hält er natürlich auch sehr viel aus. Ach du Heiliger, wie viel sind denn die tot? Ach du Heiliger. Ich helfe mal ein bisschen mit dem Leben hier. Hier, den Ombre kann man auch noch beleben oder keine Ahnung wen. Ah, müssen wir aufheilen. Also das würde definitiv flüssiger laufen, wenn es nicht so Probleme bei meinem PC hätte. Weil die Mindestanforderungen, die überschreite ich locker. Das muss ich so sagen. Was hier abgeht, ey. Wow. Hier ist irgendwo ein Nekromant tot. Ich gleich auch, wenn ich hier aufpasse. Boah, also der hält echt nicht aus, der Schamane da. Dem würde ich nicht gerne allein begegnen. Au, ich bin ja tot, verdammt. So, mal gucken, ob ich gleich diesmal wiederbeleben darf. Ah, geht's hier diesmal nochmal? Okay, ich heile mich, es kanalisiert weiter. Wir haben immer trotzdem auch unterschiedliche Skills hier noch. Die Waffe des ältesten Küstenspiels können wir hier einen Stein werfen, macht ein bisschen Schaden. Wir können einen Hammer werfen, macht auch Schaden und wirft den ganzen zu Boden. Jetzt hab ich Probleme. Komm, bitte, ich will mich wiederbeleben. Oh, scheiße. Irgendwie greift er mich an gerade. Dürfte ich vielleicht jetzt wiederleben? Das finde ich gar nicht so schlecht. Wir können auch Rache einsetzen. Damit können wir weiterkämpfen für eine kurze Zeit. Allerdings sterben wir nach einer bestimmten Zeit auch wieder. Nach 15 Sekunden. So, ich würde jetzt gerne wieder leben irgendwie. Mag mich hier wiederbeleben? Oh, danke, der belebt mich zwar wieder. Oh, bitte. Danke sehr. Nette Spieler. Nicht so asozial wie ich und, ne? So, beleben wir mal den da wieder. Den netten Char. Ich bin ja freundlich. Ein freundlicher Krieger. Sieht man auch nicht oft. Ah, Scheißdreck. Das passiert mir häufig irgendwie in dem Spiel. Ich weiß nicht, ich bin so unfähig, um das zu spielen. Ich verrecke ziemlich häufig. Oh Gott, ich bin gespannt, wie das hier in der Aufnahme später aussieht. Weil ich einfach so wenig FPS habe gerade. Ah, gleich ist er tot. Gleich ist der Schamanen tot. Gleich haben wir ihn. So, noch einen gezielten Schuss und drauf und bam. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Erfolgspunkt bekommen für den Schrecken der Flammenlegion und noch ein paar Sachen hier für das Event. 17 Kupfer haben wir bekommen, 34 Karma-Punkte, was die genau bringen, aber natürlich doch nicht. Und wir haben ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Kann man hier auch was looten? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas tut dir weh. Ja, ich darf was looten, ich kriege nur eine zerfetzte Kluft. Das ist schön. Die bringt es ja total. Ich kann was anderes durchsuchen. Deaktivieren. Ach so, hier ist sogar noch so ein Event hier. Kann mir die Flammen hier wohl helfen. Ja, solche Events hat man einfach überall. Aber ich möchte mich da jetzt nicht einmischen. Ich wollte eigentlich was anderes noch machen. Ich wollte nämlich mal gucken, ob ich unter Wasser gehen kann. Das wäre nämlich sehr schön. Machen wir kurz den Flintwurm da. Wenn ich darf. Stirb, Flintwurm. Stirb einfach. Okay, den machen wir mit dem Schwert. Kein Problem. Schön. Ich glaube, hier kann man nicht tauchen. Das Wasser ist zu seicht. Ich würde gerne unter Wasser zeigen, echt. Das würde ich echt gerne mal machen. Aber der See ist zu seicht hier. Ich kann euch einen Ort zeigen, wo man unter Wasser kämpfen kann. Ich weiß, ich bin gerade vorhin von einem Unterwasserkampf fixiert. Das ist voll schlimm eigentlich. Ich habe jetzt aber gerade keinen Bock, hier bei dem Event mitzumachen.
Ich gucke mal. Wir können mal in das Heimatgebiet der Menschen gehen, nach Krüter. Und können dort ein wenig tauchen. Ich weiß nur gerade nicht, wo hier im Delawansee müsste es eigentlich gehen. Ich port mich da mal hin. Zur Festung von Shaymor. Ist ein ganzer Gebietswechsel. So ist es halt. Also ganz Open World ist es nicht. Es ist schon noch gewissermaßen instanziert zwischen den einzelnen Gebieten, aber das ist kein Problem, denke ich mal. Das geht schon irgendwie. Ich bin sehr gespannt, wie asynchron das Video überhaupt später sein wird. Bei den ganzen FPS-Drops und keine Ahnung was. Ich bin echt sehr gespannt. Ich kann es nicht einschätzen. Hey, immerhin habe ich einen Ladebildschirm bei 30 FPS. Wow! Heftig. Nee, eigentlich müsste ich echt es müsste eigentlich viel flüssiger laufen. Ich erfülle die Systemanforderungen um einiges. Es ist definitiv nicht so anfordernd wie Skyrim oder Kingdoms of Amalur, das Spiel. Wenn man allein von den Systemanforderungen ausgeht. Also irgendwas haben sie da auf jeden Fall noch nicht ganz richtig gemacht. Ja, Menschengebiet. Da hinten sehen wir die Stadt Götterfels. Ja, das ist die Hauptstadt der Menschen. Das ist eine große Stadt, ja. Definitiv. So, was ich machen wollte, ich wollte tauchen gehen. Jetzt gehen wir. Ja, gehen wir am besten mal im Norden raus. Obwohl hier im Süden ist auch schön. Einfach mal loslaufen. So, mal gucken, ob ich hier vielleicht ins Wasser springen kann. Ohne zu sterben. Ja, geht, okay. Einfach mal runterrutschen, passt schon. Da wir nicht im Kampf sind, regenerieren wir uns ja auch ganz schnell wieder. Das ist schön. Ja, da mal ein See. Gucken, ob wir Unterwasserkämpfe machen können, das wäre schön. Ich mag die wirklich. Okay, das Horn war jetzt sinnlos im Kampf einsetzen. Wayne, ein Stück Wildfleisch, das brauchen wir nicht, weil wir kein Küchenmeister sind. Kochen ist im Gegensatz zu WoW hier ein Hauptberuf. Den können wir nicht einfach so lernen. So, und jetzt tauchen wir ein bisschen. Bei Guild Wars 2 hat man unter Wasser keine Luftanzeige. Wir haben stattdessen hier so eine lustige Atemmaske, wie man sieht. Passt voll in die Zeit rein. Wird wohl voll in Scharfhunden sein, die sind ja technisch so begabt. Ja, und jetzt können wir hier Unterwasserkämpfe bestreiten. Wir können zum Beispiel diesen Barracuda da mal abschießen. Ich muss ein bisschen Unterwasserkämpfe noch skillen. Den schießen wir einfach mal ab, ein bisschen. So, schon ist er tot. Da hat uns der Shadowlight auch geholfen. Danke, Shadowlight. Ich mache mal einen heftigen Schuss. Und schon ist er weg. War halt eben sehr heftig. Oh, der hat schon ein bisschen mehr geskillt. Es gibt zwei unterschiedliche Typen von Unterwasserwaffen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Moment, ich habe gerade. Was habe ich gerade? Ich habe gerade einen Speerschleuder. Es gibt auch noch. Ne, das ist ein Harpunenschleuder. Was gab's noch? Muss ich mal kurz gucken. Fertigkeiten, Waffenfertigkeiten. Ich kenne mich noch nicht ganz aus. Also, jede Klasse kann natürlich unterschiedliche Waffen tragen. Dafür hat sie unterschiedliche Skills, wie man sieht. Zum Beispiel für den Zweihandhammer habe ich schon sämtliche Skills freigeschaltet. Fürs Haupthandschwert habe ich alle freigeschaltet, Begleithandschwert noch nicht. Am Langbogen bin ich auch noch dran. Axt habe ich noch nicht genutzt, Großschwert auch noch nicht, Streitkolben auch nicht, weder in Haupt- noch in Begleithand. Ein Schild auch noch nicht. Genau, und die Unterwasserwaffen sind Speer und Harpunenschleuder. Ich habe die Harpunenschleuder gerade. Habe ich irgendwann mal gefunden. Ursprünglich habe ich einen Speer. Und so weiter. Also da kann man hier so unter Wasser ein bisschen rumschwimmen. Und einfach ein bisschen rumschießen. Starken Schuss machen oder auch nicht, weil ich kein Adrenalin dafür habe. Ich kann auch ein bisschen zurückschwimmen, damit wir den auch weiter abschießen können. Ja, Skala ist ätzend. Jetzt habe ich brutaler Schuss gelernt, okay. Ach, der 5-6-Nasilung Gewehr. Okay, das wäre. Den Gegner verwundbar machen. Schön. Also im Grunde ist es ganz cool, das Spiel, muss ich sagen. Man ist auch nicht so auf Gruppen angewiesen. Das ist auch ganz interessant, was das Joppe des Akolyten brauche ich nicht. Und ja, so geht es halt. Unter Wasser ist alles noch ein bisschen anders als über Wasser. So, dann gehen wir auch wieder hoch. Ich kriege schön noch ein paar Wasserspritzer auf dem Bildschirm. Und gucken mal, was kann ich jetzt noch machen? Erstmal dieses Fieder besiegen, was es mich belästigen will. Danke sehr, werte Diebin. Du bist ein Diebin, oder? Ja, das ist eine Diebin. Das ist ein Krieger, der Lukas S. Helf mal ihr mal. Bin mal so frei. So, was kann man noch machen? Na genau, ich kann ja mal ein bisschen Kupfererz sammeln. Das brauche ich ja als Schmied. Brauche immer ein bisschen Kupfer, um was herzustellen. Ich muss hier neue Schwerter herstellen.
So, Erfolg erlangt. Jäger und Sammler, das ist schön. Mal kurz gucken, was dieser jetzt brachte. Erfolge. Ja, dann hat so tägliche Erfolge, die man abschließen kann. Zum Beispiel heute 62 Siege zum Beispiel erreichen, unter anderem. Unterschiedliche Gegnertypen besiegen, Sachen sammeln, tägliche Ereignisse halt eben schaffen. Es gibt monatliche Erfolge, es gibt Zwingererfolge und all sowas gibt es. Ganz viel. 49 Punkte Schaden, einen Treffer machen. Na, irgendwann mal vielleicht mal. PvP habe ich noch nicht gemacht, das werde ich auch jetzt nicht machen. Ich bin nicht so ein PvP-Spieler, muss ich mal zugeben. Ich bin mehr ein PvEler und genieße die Landschaft. Und die sieht doch schön aus. Finde ich persönlich. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach nur rum und mache nichts. Das ist auch schön. Wir können doch mal in den Forst der Königin schauen. Was können wir da machen? Da können wir Skrit und Wespen umnieten. Oh, Skrit sind böse. Genau das Richtige. Einfach mal zu den Skrit schwimmen. In das Dörfchen da. Und gleichzeitig noch einen Wegpunkt mitnehmen. Ist ja auch schön. Ich habe gerade keinen Bock auf das, auf den Flusslindwurm da. Er hat mich gesehen. Glaube ich. Ich glaube, er hat mich gesehen. Oh, mich haben sogar zwei gesehen. Na, komm her. Komm her, du. Du hast eh keine Chance gegen mich. Nö, locker. Locker, locker, locker. Und er ist an Blutung gestorben. Ach, der Arme. Er tut mir richtig leid. So, was können wir hier machen? Ach, ist ja schon fast erledigt, ja. Kann auch ein Wespennest zertreten. Und da kriegen wir Wespen, die wir besiegen dürfen. Eine kleine Wespe da. Ganz klein, wie man sieht. So. Geschafft. Lokale Heldin, okay. Und wir haben ein weiteres Herzchen erledigt, wie man hier sieht. Schön. Da können wir uns auch den Wegmarker da holen. Den Wegmarker haben wir schon. Ich meine, diese Sehenswürdigkeit hier. In dem Fall ist das Ojons Sägewerk. Und ja, das bringt doch alles ein paar EP, ne? So, Gold. So, Entschuldigung, ich wurde gerade kurz gestört. Das ist aber kein Problem, das schneide ich einfach raus. So. Das weiß nicht mehr, wo ich gerade dran war. Ich war einfach am Rumlaufen, also von daher kann ich auch nicht so viel verpassen eigentlich. So, wir können das noch abschließen, indem wir mal kurz noch hier rüberlaufen zum Jägerblock. Und sein Jäger ist gehilfen. Einfach mal rüberlaufen. Und ein paar Gegner auf dem Weg mit dem. Ist eigentlich auch mal online gerade. Okay. Es ist jemand online bei Guild Wars 2 von meinen Freunden. Wuhu! Waldeber? Ah, okay. Der wollte nicht ganz. Oh, der kann zurückstoßen. Die böse Sau. Was meint er? Soll ich vielleicht noch das Charaktererstellen zeigen am Ende des Videos? Das kann ja sie machen, doch, mache ich noch. So, jetzt haben wir nochmal einen Punkt auf unterschiedliche tägliche Siege gemacht, weil wir jetzt ja einen anderen Gegnertyp besiegt haben als vorher. Ein Eber hatte ich ja noch nicht. Also man sieht schon, das sieht an sich ganz schlecht aus, das Spiel. Mir gefällt es wirklich. Es ist nur eben sehr unschön, dass es auf meiner CPU oder Grafikkarte nicht wirklich funktioniert. Oh Gott, ein Riesen-Eber. Oh Gott. Wo ist der Riesen-Eber? Da geht's schon wieder ab. Ach du Heiliger, ist der riesig. Ach du Heiliger. Machen wir gleich mal mit. Können wir ein bisschen Schwertskill noch. Hallo, Eber? Müssen wir den halt so kaputt schießen. Kann ja auch im Lauf schießen. Das ist alles kein Problem. Boah, wohin will denn der? Alter, Eber. Warte doch mal. Ah, jetzt wird er stehen. Gleich haben wir ihn. So, natürlich nur Bronze. Ich habe jetzt nicht so viel gemacht, aber ich habe was gemacht. Und das ist die Hauptsache. Was gibt man dafür? Oh, gibt man dafür viel. Ein paar Rohle in der Schultern, die brauche ich nicht. Das hier, ein Lederbeutel mit 5 Plätzen, das kann ich gebrauchen. Ich habe bisher nur 4 Platztaschen. Und eine neue Speerschleuder. Okay. Also mal gucken, was ich davon ausrüsten kann. Die Speerschleuder ist stärker als meine bisherige. Rüste ich aus, natürlich. So, nur wie rüste ich den Beutel jetzt aus? Ich müsste Platz schaffen. Und so viel Platz habe ich nicht mehr. Na, schmeiß mal ein Stück Wildfleisch weg. Dann können wir... ich mache gerade ein bisschen hier. Können wir das machen und das und das und das und dann können wir den Beutel austauschen. So. Haben wir gleich schon ein Plätzchen mehr im Inventar. Ach, ist das nicht herrlich. So, gucken, kann man irgendwas da reinschmeißen. Hier die Holzblöcke. So. Schön.
So ist es schön. Kann weiter so laufen. Gut, das war jetzt ein kleines Event, was wir hier so gesehen haben. Ich hole kurz noch das Kupfererz. Die Holzplanke, weiß ich nicht, wozu ich die bräuchte. Kupfererz ist ein wichtiger. Täglicher Sammler. Genau, jetzt haben wir noch ein bisschen sammeln. Okay, ich nehme mein Holzblock einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir sie irgendwo. Einfach mal mitnehmen. Und mal schauen, wofür wir sie brauchen können. Wollen die Holz sammeln, oder was? Keine Ahnung. Ich gehe mal zum Herzchen. Das machen wir noch und dann reicht das erstmal für die Ingame-Szenen hier, denke ich mal. So, helft den Jägern vor Ort, indem ihr Fallen repariert, Wildschweine erlegt und allen, die bei der Jagd in Gefahr geraten, helft. Alles klar, das können wir gerne machen. Wir können die Falle hier aufstellen. So, schon was getan. Und wir können den Waldeber erledigen. Warum stand er gerade beim Dschungel? Autsch. Pirscher wiederbeleben. Ich weiß es nicht. Wie verstand's da? Ach, guck mal, ein Waschbär. Toter Waschbär. So, wo haben wir noch was? Ist mal ein bisschen rumschauen und gucken, ob irgendwo was sein könnte. Es gibt überall was zu tun im Spiel. Überall. Egal, wo du hingehst. Ich kann zum Beispiel eben kurz mal hier helfen gehen. So. Da war ein goldenen Moa. Oh, goldene Möhr. Möhr. Die sind extrem stark, die Moas, muss ich sagen. Die sind nicht mehr so harmlos, wie sie in Glück plus 1 waren. Nee. Vor allem sie in den verschiedensten Farben. Nicht nur mehr nur pinke oder schwarze. Nee, es gibt goldene, es gibt blaue, es gibt grüne. Da kommen wir jetzt noch ein paar. Dann weißer Moa, ein Flamingo, ein blauer Moa, ein grüner Moa. Sieht aus wie ein Papagei fast. Hallo, grüner Moa. Naja, egal. Voll der Moa-Stall hier. Das ist dann purpurroter Moa. Also, es gibt echt in verschiedensten Farben. Das ist echt interessant. So, ich wollte hier den Jäger noch weiterhelfen. Mal gucken, ob wir noch ein paar Gegner haben. Da ist ein Eber. Hallo, Herr Eber. Wie geht's Ihnen denn heute? Ich hörte nicht so gut. So, mal kurz hier eins einsetzen. Au! Das war böse. Na, warte. Jetzt schieße ich dich nieder. Gibt's ja nicht hier. Und dich auch, Herr Eber. Du kommst mir nicht davon. Aber ganz gewaltig nicht. Komm mir bloß nicht zu nah. Komm bloß nicht zu nah. Nein, komm mir nicht zu nah. Oh, neues Kriegshorn. Ist das besser als mein altes? Ja, ich gucke immer gerne rum, ist ob besser ist oder nicht. Das ist 135, 149. Das ist 149. Ah, sowas sind die gleichen. Oh, das ist ein Veteranvieh. Mal kurz wiederbeleben, damit wir zusammen das... nicht? Doch, ich belebe wieder, okay. Oder auch nicht, weil ich zerstört, weil ich gestört werde. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich sollte besser gehen. Das Vieh ist gerade nicht so angenehm. Nee, lass mal lieber, lass mal lieber. Ich wollte nicht beenden, das Spiel. Ich wollte den Eber lieber mal in Ruhe lassen. Ist zwar asozial der Person dagegenüber, die dagegen verreckt ist, aber... Naja, das passt schon. Wird mir schon nicht so übel nehmen. Na komm, ich würde mir sagen, wir machen Eber noch und dann reicht es mit dem Video. Ich weiß nicht, wie lang es jetzt inzwischen ist. Es hat sicherlich schon einiges an Dauer, aber... Ich muss ja auch nicht ewig lang machen. Und noch ein Fangzahn. Doch, eine Sache muss ich noch machen. Weil ich ja so angetan von der Wasserwelt bin, möchte ich gerne mal euch nach Löwenstein entführen. Die, sag ich mal, gemeinsame Stadt aller Völker. Und ehemalige Hauptstadt Krytas in Guild Wars 1. Da möchte ich euch gerne hin entführen und mal die Unterwasserwelt zeigen oder Löwenstein selbst ein bisschen noch. Und mehr kann ich euch da nicht zeigen. Im neuen Gebiet war ich bisher noch nicht, da will ich jetzt auch nicht hinreisen und weil ich dann wieder Ewigkeiten brauche, um aus der Stadt rauszufinden. Boah, es hat lange gedauert, bis ich mal aus der schwarzen Zitadelle rausgekommen bin, ey. Ernsthaft? Ich habe da gar nicht rausgefunden erst. Meine Güte, das ist echt eine Stadt, ey, wow. Aber Löwenstein ist auch sehr schön.
Ja, jetzt labern sie da irgendwas hier schon im Ladebildschirm. Ihr könnt mich mal. So, Löwenstein. Voller Lags. Oder Ruckeln. Da, ein schöner Löwenbrunnen, natürlich. Wie soll es anders sein? Da haben wir einen Turm hinten. Da ist auch noch irgend so eine Brücke. Also Löwenstein ist schon echt eine schöne Stadt. Da ist das große Portalsystem, das in die Hauptstädte der einzelnen Rassen führt. Die kann auch mal kurz zeigen, die Portale einfach nur so. Aus Langeweile, auch wenn es hier wieder laggen wird, wie sonst was. Dieses Portal hier führt zu den Menschen. Das sieht man an den Seraphenwachen. Ein Portal weiter sehen wir die Asura. Das sind diese lustigen kleinen Wesen hier. Dann, wenn wir noch weitergehen, kommen wir zum Portal der Silvari. Also wie gesagt, in die Portale der Asura und Silvari kann man gerade nicht gehen, leider, weil die ja nicht verfügbar sind. Dann haben wir hier das Portal der Char. Das sind die lustigen Katzen hier. Und demzufolge haben wir hier das Portal der Norn. Norn sieht eigentlich aus wie Menschen, nur sind halt eben ein bisschen größer, wie man sieht. Also, ich komm bei ihr nicht mehr bis zur Brust, also. So ist es halt. Ich bin zu klein. So, ja, das Portalsystem haben wir hier und noch viele andere Sachen. Wir haben hier Händler und au. Und au haben wir auch ganz viel. Und alles Mögliche halt. Für die einzelnen Berufe haben wir hier überall Trainer und ach Gott, ich weiß gar nicht, was wir alles hier haben. Aber was ich euch zum Abschluss zeigen wollte, war eben, wie gesagt, diese Unterwasserwelt hier. Löwenstein hat eine sehr schöne Unterwasserwelt. Vor allem ohne Gegner. Wir haben eine lustige, was seid ihr über 5 Viecher? Wellenreiter. Okay. Ihr seht komisch aus. Wir haben Rotlachs. Kann leider nicht abschlachten. Wir haben auch quasi ein Unterwasserblumenbeet, wenn man es so haben möchte. Also hier gibt es wirklich sehr viel zu sehen. Das kann man nicht anders sagen. Gucken, wir sind gleich im Innenhafen. Irgendwann mal, hoffe ich doch. Irgendwo gab es noch was richtig Schönes. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo das hier war. Ach guck mal, ein paar Einsiedlerkrebse haben wir auch noch. Ist ja schön. Ich glaube, das war nicht hier. War das im Sanktumhafen? Ich glaube eher, das war im Sanktumhafen, also in der anderen Richtung. Ich portiere mich mal kurz dahin. Ich glaube, das war da. Was ich meine, da gab es unter Wasser richtig was richtig Schönes. Ja, darum habe ich nicht so viel Lust auf die Beta aktuell, weil es einfach, weil dieses Laggen hier einfach ein bisschen nervt. Das sind diese Wegpunkte, wie man sieht, diese lustigen fliegenden blauen Teile hier. Auch da hinten ist auch noch was. Löwenstein ist riesig, das kann man nicht anders sagen. Das ist echt eine riesige Stadt. Wo bist du denn? Oder du bist einer. Wo bist du denn für einer? Du Quaggern. War das hier unter Wasser? Ich weiß es gerade nicht. Na, doch, ich glaube, das war hier. Das sieht fast aus wie eine Unterwasserstadt. Guck dir das mal an. Diese Ruinen hier, diese Treppen, da haben wir ja noch ein Häuschen. Wir haben Donnergarnelen. Komm mal rein schon ins Häuschen. Einfach so. So, hier. Oh, da ist was. Du warst vorher nicht da. Mäh. Nee, wirklich, das Unterwasser ist wirklich schön gemacht hier. Oh, was bist du denn da für eine Wal? Oh, bist du groß. Der von unserer Burfi. Kenne ich nicht, ein anderer Spieler. Ein Buckelwal. Ach, mit dem würde ich nicht so gerne kämpfen wollen. Der ist mir ein bisschen zu groß. So, kann man noch weiter tauchen. Da mal Tiefseeskorpione. Gott, wie tief geht denn das hier? Wow. Wow. Wie tief? Ich hoffe, ich sterbe da nicht. Nee, ich glaube nicht, aber. Wow, wie tief geht das hier? Heftig. Ja, hier ist anscheinend gleich der Grund. Das ist schon richtig tief. Ach, komme ich da nicht weiter? Cool, ich schwimme gegen eine unsichtbare Wand. Schade, ich komme da nicht hin. Das ist blöd. Naja, auf jeden Fall war das, glaube ich, so alles, was ich zeigen wollte. Ich port mich nochmal kurz ganz woanders hin. Nochmal hier in die Innenstadt, in den Kanalbezirk, wo die ganzen Händler sind. Und dann würde ich sagen, ich beende das hier, oder? Na, ich wollte noch eine Charaktererstellung zeigen, einfach mal so, glaube ich. Ja, baut noch alles auf. Das ist der Händlerbezirk von Löwenstein.
Auch sehr schön, definitiv. Aber es gibt halt eben nicht wirklich was, was ich noch zeigen sollte gerade. Denke ich. Wie ein Kaufmann funktioniert, wissen wohl die meisten. Das ist in Guild Wars 2 jetzt auch nicht so anders. Und ja. What Das geht does schon a irgendwie. Savari think about? I'd say no matter Ja, what dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Charakterstellung, dass ich die einfach nochmal zeige. Ich weiß, eigentlich macht man die am Anfang eines Videos, aber ich wollte euch erstmal einen kleinen Ingame-Eindruck verschaffen. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video geworden ist inzwischen. Oh weia, ich will es doch gar nicht wissen, glaube ich. Gut, dann loggen wir uns mal aus. Ich muss mich da wieder einloggen. Richtig, natürlich. So, haben wir schon schnell geschafft. So, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal einen neuen Charakter. Ganz einfach so, weil ich Lust drauf habe. Man kann zwischen den fünf Völkern hier auswählen, beziehungsweise in der Beta hier nur drei. Hier Silvari und Azura sind nicht verfügbar. Und zwar Char, Mensch und Norn. Wir machen einfach nochmal eine Menschendame, weil die sehen am besten aus. Ja, eine Menschendame, wie gesagt, ist mir am liebsten. Die verschiedenen Klassen, die wir erstellen können, wären einmal die Elementarmagier, die Krieger, Wächter, Ingenieur, Waldläufer, Nekromant, Dieb und Mesmer. Zwischen diesen Klassen können wir uns auch entscheiden. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal just for fun. Was machen wir uns? Wir machen uns mal einen Nekromanten. Sehen doch auch ganz schön aus, oder nicht? Ich mag diesen Look halt, Entschuldigung. So, hier können wir. Also, das ist unsere Startrüstung, die wir jetzt tragen werden. Erstmal. Ein kurzer Rock und so weiter. Leicht bekleidet. So wie man es halt eben kennt bei Zauberwirkern in Rollenspielen. So, wir können die Größe einstellen. Machen wir die ein bisschen kleiner. So, Körperbau. Dann können wir einfach mal so gucken. Haben wir so ein bisschen dünner alles. Hier ein bisschen mehr dran. Das ist dann noch dünner anscheinend. Ach, das ist ein breiteres Becken. Okay. Dann haben wir das Ganze, das normale noch ein bisschen dünner. Noch ein bisschen dicker. Mit weniger Oberweite anscheinend. Also hier ist mehr auf Oberweite gesetzt, hier nicht. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Körpermöglichkeiten, die wir nehmen können. Jetzt sagen wir dem einfach mal jetzt die Standardmöglichkeit. Ist ja jetzt auch egal. Wir können das Gesicht ändern. Da haben wir auch ein paar verschiedene vorgegebene Sachen. Was nehmen wir da am besten? Für den Nekromanten. Ja, das sieht doch gut aus hier für den Nekromanten. Ja, das passt. Hier können wir dann die Hautfarbe noch ändern ein bisschen. Das ist ein bisschen sehr dunkel. Das könnte eher so ein Ingenieur nehmen, der einfach mal beim Experiment sich verbrannt hat. Ja, wir können die Frisur ändern. Gibt auch verschiedene. Ich habe in der Kriegerin zum Beispiel diese hier. Nur mit lila Bändchen halt. Weil lila meine Lieblingsfarbe ist, wie man weiß. Mal gucken, ob das sieht an sich ganz. Ich weiß nicht, passt das zu einer Nekromantin? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auch am Ende eines Videos eine Charaktererstellung mache. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht gut aus. Nein. Lass mal lieber. Lass mal lieber. Na, ich würde sagen, ich war an sich mit dieser Frisur ganz zufrieden bei ihr. Ja, das sieht okay aus, klar. Kein Problem. Gesichtsteils, ach, hier können wir alles Mögliche einstellen. Augenwinkel und keine Ahnung was. Da habe ich mich bisher nicht beschäftigt, weil es ist nur eine Beta. Da muss der Charakter jetzt nicht 100% perfekt aussehen. Nase haben wir, wir haben Mund, wir haben kein Kiefer, also das passt schon alles so, denke ich mal. Und wir können die Rüstungsfarben ändern, können wir zum Beispiel hier ein bisschen Braun einbringen oder ein Dunkelgrün oder Blau meinetwegen auch, auch wenn das komisch aussieht, aber egal. Nehmen wir lieber sowas, wenn überhaupt. Oder bringen wir mal ein Lila ein. Lila ist immer gut. Wir können alles lila machen, wenn wir wollen. Muss aber auch nicht sein, ich meine, wir sind Nekromant. Also machen wir einfach mal alles grün. Das können wir dann für Oberteil, Beinkleid und Schuhwerk so machen. Das ist wirklich ziemlich grün, muss ich sagen. Machen wir mal die Farbe 2 immer so. Ja, und Farbe 3 können wir natürlich ein bisschen so dunkel machen. Damit kann man leben, denke ich mal, ja. So, und da kommt natürlich immer der Hintergrund, der geschichtliche Hintergrund. Jedem Charakter wird eine Story erzählt. Und wie diese erzählt wird, das stellt man sich hier so ein, in dem Sinne. Können wir mal gucken.
Der Tod ist des Nekromanten steter Begleiter. Natürlich, Nekromant steht für Tod, ist ja Logo. Als Erinnerung daran zeichne ich mein Gesicht mit dem Symbol eines Trickster-Dämons, eines toten Schädels und eines Schreckgespenstes. Das erhöht, das erfährt natürlich auch ein bisschen unsere äußere Erscheinung. Diese Masken können wir übrigens auch ausschalten, dass sie angezeigt werden. Das ist kein Problem. Der Trickster-Dämon bringt uns... Och, das Schreckensgespenst sieht cool aus. Guck ich mir die Augen an. Wow. Das behalte ich. Das sieht cool aus. Das ist eine Frage, die jeder Charakter kriegt. Wie man schwierige Situationen meistert. Entweder mit Charisma, mit Würde oder mit Wildheit. Natürlich kann man das machen, wie man möchte. Das hat auch keinen Einfluss auf die äußere Erscheinungsbild. Ich würde sagen, ach, so eine hübsche, wie wir hier haben, die meistert das mit Charisma, eindeutig. So, das ist ein menschlicher Hintergrund, und zwar wo man aufgewachsen ist. Auf der Straße, bei einfachen Leuten, sprich auf dem Land, oder in adligen Kreisen in der Stadt. So eine gebildete Magierin hier ist eindeutig in der Stadt aufgewachsen, denke ich mal. Ich glaube, das ist auch eine Menschensache. Zu den Dingen, die ich am meisten, bereue, gehört, dass ich entweder nie nach meinen wahren Eltern gesucht habe, nie den Leichnam meiner Schwester gefunden habe oder die Möglichkeit ausgeschlagen habe, im Zirkus aufzutreten. Die Möglichkeit finde ich persönlich bei Adligen irgendwie ein bisschen seltsam. Ich tippe eher mal auf den Leichnam der Schwester gefunden habe. So, die Götterwahl. Man sagt, dieser Gott habe mich gesegnet, als ich auch ein Kind war. Welchen Gott haben wir denn da? Wir hätten Draenor, wir hätten Gwenth, Balthasar, Melandru, Lyssa und Cormyr. Hintergrund, Draenor ist die Göttin der Heilung, wie man sieht, der Luft und des Lebens. Demnach für Wächter, Mönche, diesen Guild Wars 1 gab, für was war Draenor noch da? Ja, für Luftelementarmagier, demnach auch. Das ist für den Nekromant natürlich weniger praktisch. Man kann natürlich Draenor nehmen, aber das muss nicht sein, sagen wir es so. So rein storymäßig. Gwenth ist der Gott der Dunkelheit, des Eises und des Todes. Demnach perfekt für Nekromanten eigentlich. Oder für Wasserelementarmagier. Balthasar ist natürlich optimal für Krieger. Das ist der Gott des Krieges, des Feuers und der Herausforderung. Also auch für Feuerelementarmagier, wenn man so möchte. Melandru, Göttin der Natur, der Erde und des Wachstums. Oft gespielt von Waldläufern oder Erdelementarmagiern, logischerweise. Lyssa ist die Göttin der Schönheit, des Wassers und der Illusion, also auch für Wasserelementarmagier, wenn man es so möchte. Aber hauptsächlich für Mesmer. Und Cormyr ist die Göttin der Wahrheit und der Ordnung. Kann man wohl auch als Mesmer nehmen. Also man kann natürlich egal welchen Gott nehmen. Ich kann natürlich auch als Krieger Lyssa nehmen, das ist vollkommen egal. Ich weiß auch noch nicht genau, welchen Effekt es hat, aber naja. Da wir einfach mal storyrelevant sind, nehmen wir mal Gwenth für unsere Nekromantin. Ja, und wir können natürlich noch eher einen Namen eingeben. Das ist die Geschichte, die wir haben. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle höre ich dann auch auf mit der Aufnahme hier. Ich denke, das reicht. Diese Nekromantin werde ich jetzt nicht spielen. Vielleicht in einer weiteren Beta werde ich mal einen Nekromant ausprobieren. Erstmal spiele ich weiter meinen Krieger. Und ja, das war's somit von meinem kleinen Let's Show von der Beta. Ich habe das jetzt mit der Charakterstellung natürlich am Ende gepackt, weil die hat man schon so oft gesehen von Guild Wars 2. Braucht man nicht nochmal. Nicht zwingend. Ja, das war's hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Einblick hier in mein ruckelndes GW2. Und man hört sich dann bei einem anderen Video wieder demnächst. Vielleicht auch wieder was anderes von abseits der LPs. Ich habe doch so eine Ahnung. Egal. Man hört sich. Bis denne.